Hallo allerseits, hier ist mal wieder Katja Brandis. Sehr oft fragen mich Fans, warum es so lange dauert, bis wieder ein neues Buch von mir erscheint. Hier erfahrt ihr, was so alles passieren musste, bis mein Fantasy-Roman Kiona schließlich im Buchladen stand. Die Abläufe sind übrigens bei meinen Woodwalkers und Seawalkers-Romanen ganz ähnlich. Das ist vielleicht für diejenigen von euch interessant, die selbst schreiben, weil ihr seht, wie Profis sein Buchprojekt anpacken. Erstmal braucht ihr natürlich eine Idee. Bei Kiona hat mich ein Praktikum mit Greifvögeln inspiriert, bei dem ich unter anderem den weißen Gärfalken Cosma halten durfte. Ein großartiges Tier, das ich sofort in eine Geschichte einbauen wollte. Außerdem wollte ich schon ewig einen Roman schreiben, der in Island spielt, weil mich dieses Land fasziniert. Aber diese beiden Elemente waren natürlich noch keine Story. Die entwickelte sich, als mir der Einfall mit der Verwechslung kam. Ein Mädchen, das in Island Urlaub macht, wird mit einer jungen Auftragsmörderin verwechselt und in eine magische Parallelwelt gebracht. Dort ist sie gezwungen, die Assassinin zu spielen, um ihr eigenes Leben zu retten. Eine Idee hatte ich also. Jetzt muss ich mir nur noch Figuren und eine Handlung ausdenken. Profi-Autorinnen wie ich schreiben bei neuen Projekten erstmal ein Exposé. Das ist eine Zusammenfassung des Inhalts auf so etwa 3 Seiten. Darin steht, was vom Anfang bis zum Schluss passiert. Beim Exposé-Schreiben entwickle und durchdenke ich die Handlung gründlich, was sehr praktisch ist, weil man sich beim Schreiben dann nicht fragt, was denn eigentlich jetzt kommen soll. Dieses Exposé habe ich dann erstmal zu meiner Literaturagentur geschickt, um zu schauen, wie sie die Geschichte finden. So wie zum Beispiel Sänger einen Manager haben, so habe ich einen Agenten oder eher eine ganze Agentur, die mich berät und für mich geschäftliche Dinge regelt. So, ich nehme euch mal mit in die Agentur Gerd F. Rummler in München. Oh, hallo Katja. Du erwischst mich gerade mitten in meiner Nachbereitung der Frankfurter Buchmesse. Ich verschicke nämlich jetzt gerade die Manuskripte an die Verlage, die sich für bestimmte Sachen einfach interessiert haben. Ja, also wir hatten auf der Messe ja gesprochen über das Buch von Katja Brandis. Meine Agentur fand mein Projekt, das diesen Zeitpunkt noch der Silberfalke hieß, toll. Und hatte noch ein paar Vorschläge dazu. Dann schickte ich es an den Arena Verlag, mit dem ich nun schon einige Jahre hauptsächlich zusammenarbeite. Denn ich selbst mag mich ja aufs Schreiben konzentrieren. Ein richtiges Buch aus der Geschichte zu machen, ist der Job der Arena-Leute. Zum Glück fanden die Arena-Leute meine Silberfalken-Idee ebenfalls super. Sie hatten nur ein paar kleine Änderungswünsche. Dann konnte meine Agentur den Buchvertrag für Kiona verhandeln. Ich bekomme also tatsächlich schon den Buchvertrag und einen Vorschuss, obwohl ich noch kein Wort des Romans geschrieben habe. Das ist allerdings nur bei erfahrenen Autoren so. Einsteiger müssen einen fertigen Roman vorweisen. Nachdem ich die Änderungsvorschläge von Arena eingebaut hatte, konnte ich leider noch nicht anfangen zu schreiben. Jetzt war erstmal ganz viel Planung angesagt. Ich musste mir jede Menge Figuren ausdenken. Nicht nur Kari, John, Andrik und Maeva, sondern eine Vielzahl von anderen Leuten, die in der Geschichte vorkommen. Außerdem natürlich die Welt Isla mit eigenen Ritualen, magischen Fähigkeiten, Göttern, einer Währung, bestimmten Speisen und so weiter. Um mich in dieser Welt zu orientieren, habe ich gleich mal eine Karte der Hauptstadt Kiona gezeichnet. An dieser Planung arbeitete ich einen ganzen Monat Vollzeit. Das heißt, die ganze Zeit, die ihr in der Schule verbracht habt, habe ich in diesem Monat nur damit verbracht, mir Dinge und Charaktere auszudenken. Zum Schluss war meine Planungsdatei halb so dick wie das spätere Buch. Das ist völlig normal. Danach konnte ich immer noch nicht anfangen zu schreiben. Jetzt kam nämlich die Vor-Ort-Recherche. Das heißt, ich bin nach Island geflogen und habe mich vor Ort nach Schauplätzen für meinen Roman umgesehen. Es gab dort unglaublich viele spektakuläre und verzauberte Orte, die wir 3 Wochen lang in einem kleinen Camper erkundet haben. Natürlich war ich total glücklich, als mir in einem Ort klar wurde, das hier ist das Grüne Tor und dort in der Nähe am Seeufer erstreckt sich im Roman die Stadt Kiona. Ich wusste immer sofort, wenn ich 1 der 5 Tore gefunden hatte, weil diese Orte eine so magische Ausstrahlung hatten. Das gerade war das blaue Tor. Und hier seht ihr noch das schwarze Tor. Und das gelbe Tor ist natürlich besonders vulkanisch, das ist klar. Auf meiner Homepage steht genau, wo all diese Orte sind, falls ihr selbst mal hinfahren wollt. Da eine Szene im Roman auf einem Gletscher spielt, sind wir natürlich auf einen Gletscher hochgeklettert. Außerdem habe ich jede Menge herrliche Islandpferde getroffen und bin auf einem von ihnen ausgeritten. Mit diesen Bildern im Kopf konnte ich endlich anfangen zu schreiben. Das dauert bei einem so dicken Roman wie Kiona normalerweise ein halbes Jahr.
für einen Woodwalkers-Roman zum Vergleich eher 3 Monate. Da ich ein Morgenmensch bin, ist der Vormittag meine heilige Schreibzeit. Alle wissen, dass sie mich da nicht stören dürfen. Es macht mir höllisch viel Spaß, so drauf loszufabulieren. Denn durch meine gründliche Planung weiß ich schon genau, was ich erzählen will. Deshalb habe ich auch nur selten Schreibblockaden. Dann war das Kiona-Manuskript fertig. Manuskript nennt man es übrigens, wenn die Geschichte noch kein Buch ist, sondern nur so ein Seitenstapel. Natürlich hatte ich keine Ahnung, ob der Roman etwas taugte. Das merkt man irgendwann selbst nicht mehr. Zum Glück habe ich seit Jahren bewährte Testleser, zum Beispiel meinen Sohn Robin. Ihm lese ich jedes neue Kapitel vor, seine Meinung darüber zu hören. Und zum Schluss liest er sich meist alles nochmal durch. Mit dem Feedback der Testleser überarbeite ich den Roman zum ersten Mal. Übrigens suche ich nur sehr, sehr selten neue Testleser. Das heißt, es bringt leider wenig, wenn ihr euch dafür bei mir bewerbt. Sorry. Als nächstes kommt ein feierlicher Moment. Ich gebe den Roman offiziell ab. Das heißt, ich habe die Rohfassung von Kiona an meine Lektorin Steffi Bayarena und an meinen Lektor Frank gemeldet. Das Wort Lektor kommt von Lesen und Lektoren lesen tatsächlich viel. Sie sind die Leute, die Autoren beim Verlag betreuen und ihre Texte bearbeiten, damit sie so gut werden wie möglich. Die beiden lesen also erstmal meine Geschichten, sprechen sich ab und geben mir dann ganz grobes Feedback, was ich an den Figuren, der Handlung, dem Erzähltempo, dem Anfang und Schluss noch besser machen könnte. Meistens per Mail, aber manchmal auch persönlich. Dann kommt die zweite Überarbeitung. Bei Kiona muss ich noch einiges ändern, weil ich manches noch nicht so gut durchdacht hatte, wie ich gemeint hatte. Das dauerte wieder ein paar Wochen. Oft, wenn ich nicht weiterkomme, gehe ich in den Wald und denke dort über den Roman nach, bis ich die Lösung für das jeweilige Problem habe. In der Zwischenzeit ist Steffi Bayarena sehr fleißig. Sie organisiert alles Nötige, damit aus meiner Geschichte ein richtiges Buch wird. Zum Beispiel spricht sie mit einem Illustrator ab, wie das Titelbild, also das Cover, aussehen soll. Dabei gibt es immer unterschiedliche Versionen. Hier seht ihr, wie der geniale Grafikdesigner Alexander Kopajinski nach und nach aus unseren Änderungsvorschlägen das endgültige Kiona-Cover gemacht hat. Nun macht Frank das Feinlektorat. Das dauert eine Weile, weil er den Roman wirklich Satz für Satz durchgeht und auf Sachen wie Wortwiederholungen, Dinge, die unlogisch oder zu schwer verständlich sind, und natürlich auf die Rechtschreibung achtet. Wieder muss ich meine Geschichte überarbeiten. Anschließend kann sie gesetzt werden. Nun nennt man sie Druckfahne oder Umbruch. Nun sieht der Text schon aus wie im richtigen Buch. Ich lese ihn mir nochmal ganz genau durch und korrigiere ihn. Ich bin total geflasht, als die Vorschau ankommt, in der Kiona den Buchhändlern angekündigt wird und natürlich noch ganz viele andere neue Bücher von Arena. Mein Roman ist sogar auf der Titelseite. Ich finde, das sieht wunderschön aus und bin so wie die Arena-Leute sehr gespannt, ob jemand Lust darauf haben wird, den Roman zu lesen. Alle drücken die Daumen. Der Erscheinungstermin steht fest und der Arena-Verlag macht jede Menge Werbung, damit die Leute auch erfahren, dass es ein neues Buch von mir gibt. Bis Kiona fertig gedruckt ist, dauert es wieder. Aber dann ist es endlich soweit. Bei mir kommt eine Riesenkiste mit Büchern an, von denen ich einige gleich an die Testleser weiterschicke oder verlose. Bald darauf gibt es Kiona auch in den Buchhandlungen. Jeder Roman hat einen festen Erscheinungstermin, aber manche Buchhändler legen das Buch ein paar Tage früher in ihren Laden oder es ist bei ihnen gleich ausverkauft, sodass sie erst nachbestellen müssen. Ich warte gespannt auf die ersten Rezensionen, also Bewertungen, und frage im Verlag nach, wie das Buch ankommt. Die Verkaufszahlen sind für Autoren und Verlage sehr wichtig, denn beide wollen schließlich nicht pleite gehen beim Büchermachen. Zum Glück wollen ganz, ganz viele Leute den Roman lesen. Das freut mich total. Und nicht nur, weil ich pro Buch einen Anteil von ungefähr 10% des Netto-Ladenpreises bekomme. Vor allem freue ich mich deshalb, weil dadurch sicher ist, dass ich einen zweiten Band schreiben kann. Nach vielen Diskussionen über Exposé und Cover erscheint er ein halbes Jahr später. So, jetzt wisst ihr, wie ein Buch entsteht. Ich hoffe, dieser Beitrag hat euch gefallen. Tschüss und bis zum nächsten Video. Sagt mit magischen Grüßen eure Katja Brandes.